Hallihallo, meine lieben League of Legends Freunde, und damit begrüße ich euch wieder herzlich zu einer weiteren Runde von der Season 3, die ja ganz frisch angelaufen ist. Mein Name ist Ivo LP und wir wollen uns gar nicht lange aufhalten, denn wir müssen uns schon wieder mit unserem kleinen süßen Pupillchen auf die Toplane bewegen. Richtig, und das wird mal so eine richtig geile Runde, denn so wie es aussieht, wird das wahrscheinlich ein volles Teemo-Battle auf der Toplane, denn im gegnerischen Team gibt es auch ein Teemo und generell das gegnerische Team ist ein bisschen crazy, also ein Xin-Zhao im Jungle ist durchaus verständlich und auch durchaus ziemlich stark, aber, oh, was? Ach so, na gut, jetzt erklärt sich einiges. Der Shugart, der hatte so einen komischen Skin, da dachte ich, das wäre der Kog'Maw-Skin. Deswegen hat mich das ein bisschen verwirrt, aber nein, ist es ja gar nicht. Das ist alles doch in Buddha. Okay, dann nehme ich alles wieder zurück. Denn ich wollte schon anfangen, hier irgendwie zu sagen, wieso haben sie denn noch einen Shugart? Noch einen Kog'Maw, das würde gar keinen Sinn ergeben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Dann schicken wir Shugart mit Grace auf die Botlane. Zed geht wohl... oder geht Zed auf die Toplane und ein AP-Teemo in die Mitte? Man weiß es nicht. Zed ist natürlich auch eigentlich ein richtiger Mid-Champion, das viele noch nicht wissen. Okay, da werden wir gleich mal gucken. Vielleicht liefern wir uns das legendäre Teemo-Battle auf der Toplane. Mal schauen, würde witzig sein. Aber gegen Zed, gegen Zed werde ich es schwer haben. Ja, das würde nicht so einfach für mich sein. Na gut, wollen wir gleich mal schauen. Und ja, ich cover nebenbei den Blue noch ein bisschen. Ich denke mal, bei Teemo ist nicht viel zu erklären. Passive, klar, 2 Sekunden stehen bleiben würde, werden wir getan. Danach haben wir 40% Angriffstempo. Q ist Blenden, E ist unser kleine Dot, der halt einfach nur eine Passive ist zu jedem Schuss, und W ist, dass unser Lauftempo um 10% erhöht wird, solange wir eine gewisse Zeit nicht getroffen wurden vom Tower oder von irgendjemand anderes, also keinen Schaden erlitten haben, und wenn wir es aktivieren, dann kriegen wir einfach mal den doppelten Lauftempo. Also da sollte eigentlich alles 100%ig klar sein. Ja, klar, genau. Und da ist er, Teemo in der Mitte. Okay, schade. Dann heißt es, dann haben wir ein Zed auf der Toplane. Na gut, was soll's. Wird auch schon gut gehen. Mal gucken, mit was er startet. Ach, mit einem Doran-Schild. Das ist ja mal ganz knuffig. Wie ich es mir gedacht habe, dass er gleich sein Shurikin oder wie das Ding auch immer heißt. Oder sein Shuriken oder... ach, keine Ahnung was. Ach, schon wieder. Mann, nerv mich nicht. Was haben wir im Jungle? Genau, Xin-Zhao. Das wäre ziemlich bitter gegen mich. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Denn so ein Xin-Zhao tut natürlich dementsprechend weh. Komm schon. Ja. Oh, friss. Nice. Da hat er schön kassiert. Und ich habe gar nichts kassiert. So soll es natürlich sein. Mal gucken, wie er so mit seinem Farm zurechtkommt. Das war auch hier gerade mit seinem Spiegelbild. Da hat er mal ganz gut. Oder mit seinem Schatten. Es ist ein Schatten, kein Spiegelbild. Dankeschön. Der hätte mir gerade ordentlich Damage zusetzen können, aber nicht getroffen. Eier besoffen. So, ich denke mal, ich mache es einfach mal. So, Mann, jetzt müssen wir nur noch Last hitten können. Zed gibt da schon den Blue Buff ab, den ersten. Das ist auch schon mal nett. Ich habe richtig Schiss, da ich die ganze Zeit so die Lane hier push. Ich glaube, ich packe meinen Arsch gleich mal wieder ein, denn ich habe keinen Bock auf Xin-Zhao gleich, den Gank. Der müsste, doch jetzt so die nächste Minute mal kommen. Bei uns ist hier der Blue Buff, das heißt, bei ihm ist auf der Top Lane der Red Buff. Alles klar, also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn er jetzt hier gleich schnurstracks vorbeikommt. Zed auch schon 16er Farm hier, Alter, der macht das echt nicht schlecht, der Junge. Er weiß, wie es geht, ja, doch. Und schön First Blood hier in der Mitte gegen Teemo, so soll es natürlich sein. Ist auch Ignited, die Dots sind drauf, also tut auch ordentlich weh wohl. Und wir gehen einfach mal ein bisschen Stealth jetzt hier. 16er Farm, oder? Wie viel hat er jetzt schon? Alter, 23, nicht schlecht. Pro Zed oder was? Und jetzt chillt er sich einfach da nur. Jetzt chillt er sich da einfach nur hin und macht einfach nichts. Und mein Damage ist so low. Wieso kriege ich da den Last Hit nicht? Gibt's nicht. Wir haben es ja mit dem Pro Zed so auf der Toplane zu tun. Ganz klar, der weiß, wie man farmt. Mal gucken, ob er auch gleich weiß, wie man fightet. Hier da oben im Gebüsch, und Xin-Zhao war ja gerade eben auf der Toplane da gesichtet worden. Das heißt, so schnell kann er jetzt auf der Toplane ja noch nicht da sein. Oh, nicht die ganzen Minions, aber. Nein, da, ja, genau. Nein, schießen ab. Na, okay, dann ihn wieder. Haben wir ihn. Und ich muss sagen, leider ist ja Matris Blutschnitzer oder Blutdürster oder wie auch immer dieses nette Item hieß, entfernt worden aus dem Spiel. Aber es gibt eigentlich noch ein ganz nettes Ersatz-Item. Ganz kurz hier empfohlene Gegenstände. Du kleine Scheiß Schlampe. Greif mich einfach an, wenn ich hier gerade was erklären will. Bist mir der Richtige.
So, nochmal hier. Und zwar gibt es noch Klinge der gestürzten oder des gestürzten Königs als guten Ersatz. Also keine Angst. Wir finden da noch einen Ausweg. Definitiv, jo. Und also können wir eigentlich weiterhin so einen schönen AD-Timo bauen, der weiterhin gut auf Attack Speed skaliert und im Endeffekt aber trotzdem riesen Damage rausklatscht. Das Ganze noch schön mit Frosthammer kombiniert, damit wir auch den Gegner auch schön slowen und das ergibt gleich ein super schönes Ergebnis. So, bis Level 5 mache ich, bis Level 6 glaube ich, werde ich jetzt nochmal besonders defensiv spielen, damit ich gleich halt meine Pilzchen habe und mit meinen Pilzchen fühle ich mich da auch gleich schon eine ganze Ecke sicherer. Oh, ja, okay. Er ist nämlich auch gleich Level 6. Das macht mir natürlich dementsprechend auch ein bisschen Angst. Oh ja, oh ja. Oh, hätte ich sogar fast noch ein bisschen mehr Druck machen können. Hätte ich mich sogar fast noch hinterherflashen können. Igniten und ab die Post. Ah, der andere Timo wird da richtig schön abgezogen. Oh, gleich Level 6, gleich Level 6, gleich Level 6. Na, komm schon. Na, jetzt scheitert es hier an den Last Hits. Ja, da und. Und ab ins Blasrohr, ins Blasrohr. Ins Aztekenblasrohr. Ja, blas mir ein. Oh, Entschuldigung. So. Pilz kommt dahin. Pilz gesetzt. 1100 Gold. Backporten und neue Items kaufen. Lane ist gepusht. Ja, wieso nicht? Und das hat der Zed mir gleich so einen Riesenvorteil. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Komm. Beeilen wir uns mal schnell. Ja, und was kaufen wir uns dagegen? Wir sagen, damit der Zed uns nicht so instant wegklatscht, kaufen wir uns noch mal ein bisschen Leben. Ja, doch, das finde ich eigentlich ganz clever so. Und warum nicht? Auch noch ein Wort, komm. War alles unter Dach und Fach. Noch einen vierten Trank. Und jetzt sind wir auch mehr als versorgt. Jetzt haben wir uns mal richtig mit Muttis Kohle voll gekauft. Noch das eine oder andere kleine Süßigkeit oder die kleine andere Stange. Komm, alles eingepackt ins Gepäck. Und jetzt kann es wieder schön auf die Top-Lane gehen. Gegensätzlich, mal gucken, was der gekauft hat. Jetzt hier schön Langschwerter. Also der Junge will sich wohl ein bisschen Schaden rausknüppeln. 33er Farm, 38. Also sind ungefähr mit demselben Farm jetzt wieder von der Lane gegangen. Da ja ein Tick früher gegangen ist und ich da durch noch ein bisschen farmen könnte. Da habe ich noch schnell nochmal ein bisschen zugesetzt. Das gefällt mir, wenn ich ihn so zusetze. So, das hätten wir auch geklärt. Ah, mein Last Hits. Nein, den abschießen, richtig. So, das hätten wir geklärt. Not bad. Ah, traut sich natürlich auch nicht ins Gebüsch rein, da weiß er. Ah, so ein Gebüsch von Timo, da sind doch nicht ohne Grund der ein oder andere Pilz drin. Aber er drängt mich gerade ziemlich in die Enge und wenn da jetzt gleich noch so ein Zau dazu kommt, also ich bin ja echt auf eine ganz schöne Drecksposi. Muss ich ja mal so sagen. Na, macht er nicht schlecht. So, jetzt kann ich auch nicht stealth gehen. Doch, bin ich ja gerade, ups. Und jetzt komm, Zed räumt das Angriff auf der Fette für mich. Jawohl, ja, 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 du machst das da. Oh, ja, Ignite ist drauf, perfekt. Jawohl, Alter, ich dachte, dann kommen wir noch, das Schwein. Nein! Das war echt knapp gewesen. Aber komm, bisschen Emotion zeigen, wir haben es hinbekommen. Juhu! Miau, miau, miau. Oh, das war auch hier eine katastrophale Auseinandersetzung. Das war echt ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Boah, meine Fresse. Nicht nochmal so ein Scheiß da. Ich hatte echt ziemlich Schiss, dass da gleich der Jungler kommt. Dann wäre ich da echt ziemlich gefangen gewesen. Okay, mit dem Flash hätte ich mir immer retten können. Aber man hat auch nicht immer einen Flash. Und dann hätte ich einen Flash immer auf CD gehabt und pipapo und wie das so ist. Oh, auch interessant jetzt hier. Stiefel der Wendigkeit. Interessant. Erzähl bitte mehr. Oh, da war er gerade geblendet, aber jetzt nicht mehr. Und jetzt kommt der ganze Damage von... Ah, da fehlt ihm noch ein bisschen Ulti und der Pilz. Den sieht er natürlich und er weiß, ach komm, beweg dich mal deinen Arsch hier weiter. Go, go. Den Kill habe ich ja sogar auch bekommen. Na, habe ich jetzt schon einen kleinen Goldvorteil ihm gegenüber. Das gefällt mir. 6-5 steht es auch ziemlich ausgeglichen. Mal gucken, also die Botlane verhaut ziemlich. Ja. Wo fallen denn die ganzen Kills? Ah, der Jungler hat schon 30 geschnappt. Oh, okay. Sind Jungle OP oder wie jetzt? Oder wie oder was oder wo? So. Dann stellen wir hier nochmal das eine oder andere auf. Hier.
Und hier ganz schnell Stealth, 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 geh Stealth. Ah, ja, gut, danke. Aua, ich hasse das. Bestraf mich nicht. Naja, er weiß. Ja, okay, das Spiel macht er jetzt ewig wieder. Oh oh. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich bin schon weg. Danke, danke, danke. Ich muss aber ganz kurz. Danke, Entschuldigung. Ich hab's eilig, ja. Durchaus. So, und den Dach. Ich wollte gerade sagen, den Sinsauer habe ich nicht weglaufen sehen. Oh, 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 das Duell, das Duell, das Duell. Nein, das gibt's doch nicht. Womit, 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 welchem Recht? Ah, du Schwein. Du Schwein. Ah, er war ein bisschen früher, oder ich hätte es ein bisschen, einen Ticken früher sehen müssen, dass er da gankt. Dann hätte ich es vielleicht auch noch überlebt. Aber an dieser Stelle war es leider schade, schade, schade. Ich wäre zu gern da überlebt. Ach, den Heapod habe ich auch wieder nicht gezogen, glaube ich, oder? Heapod war, glaube ich, nicht aktiv. GG Sin. Also, Sin macht da echt hier geile Ganks. Durchaus. Muss ich auf jeden Fall auch nochmal im Jungle spielen. Sin, ja, Shen. Sin, schön hier mit, ja, doch, ganz gute Spells. Auch mit Speed, finde ich, oder mit Ghost, finde ich das auch echt definitiv schön richtig. Oh ja, oh ja, oh ja, und dadurch den Pilz, au, 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 au. Oh, und die, Alter, ja, der killt die doch beide, der killt die doch beide, das Schwein, oder nicht? Oh, schöne Ulti, und noch ein Q, noch ein Q. Jawoll, ja, ja, oh ja. Entschuldigung. So, ab auf die Top, und da, und ja, oh ja, oh ja. Ja, jetzt haben wir uns erstmal so ein bisschen so die Tanky-Items gekauft, ne, mehr oder weniger. Uns erstmal darum gekümmert, dass es hier mit uns hier ein bisschen vorangeht. Lebenstechnisch fehlt uns jetzt erstmal der Damage, würde ich sagen. So, der Pilz, der ist auch richtig geil da oben drin, finde ich. Verrät mir auch sehr, sehr viel. Er ist ein guter Pilz. Er ist guter Junge. 15er Farm und vom Set 63, okay. Ja. Fand er noch ein bisschen braver. Oh ja, das slow ich ihn jetzt. Wer da ruhig da oben durch meinen Pilz latscht, dann gibt es aber hier ganz böse Waffen. Oh, da habe ich noch ganz schön viel Druck aufgebaut. Vor allem, da ich auch meinen Speed-Debuff da noch aktiviert hatte. Da habe ich noch ganz gut an Damage rausgerotzt. Oh ja, und der Wagen hier gerade mit Tastatur geskillt. Sonst mache ich das eigentlich nie, sonst bin ich immer so ein Klick-Bastard. Der ist alles mit seinen Fingerchen macht, mit seiner Maus. Was wollten wir ändern zur Season 3? Hier, was sind eure Vorsätze zur Season 3? Was wollt ihr ändern? Was habt ihr euch vorgenommen? Lasst uns ein bisschen über eure Vorsätze reden. Schreibt sie mir in die Kommentare, was sind eure Vorsätze zur Season 3? Das war echt mal ein ganz witziges Thema. Verbündeter wurde getötet. Doppeltötung. Oh Mann. Doppeltötung, das ist gut. Unser AD Carry feedet unser AD Carry. Jawohl. Jawohl. Timo sagt auch jawohl. Schnell nochmal in den Jungle geguckt. Nee, alles klar. Wir können auch nochmal den einen oder anderen Pilz nochmal aufstellen. So, kommt hier nochmal einen hin. Und hier nochmal. Oh, jetzt sind wir auch ganz gut hier out of Mana gekommen. Okay, Sins Haus eh in der Mitte. Ein Gegner wurde getötet. Ui, schön. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. SS, ja, ich hab's ja schon verstanden. Ja. Okay, aber so merkt man es wenigstens mal, wenn man. Ich finde das gar nicht so schlecht, so merke ich das, sonst würde ich das nicht merken, dass SS ist. So. Oh, da hat er ein teures Mord gestellt. Und? Guck, guck. Ach, schade, wie schnell war er denn? Zu schnell, definitiv zu schnell. So, und wo ist er überall durchgelaufen? Ach, nur durch den einen hier. Stellen wir den gleich nochmal wieder neu hin. Zack.
Und ja, mein Freund, Top ist awarded. Oh, der hat gesessen. Das hört man gehört. Nein. Der hat nicht am Skill ausgereicht. Da wollte ich doch noch den einen oder anderen Schuss dazusetzen und dann noch igniten. Leider nicht, schade. Links, 2, 3, 4. Und kommt das Ding gleich top? Nee, ist noch nicht. Er ist in der Mitte noch zu sehen. Schade, dass ich da den Kill nicht bekomme. Das muss wehtun. Ein Verbündeter. Oh, komm jetzt, unsere ganzen Minions. Ja, jetzt habe ich ihn aber. Jawoll! Dankeschön für nochmal für die Ulti von Soraka. Ich weiß nicht, ob sie die extra gehealt hat an der Stelle. Aber auf jeden Fall, da hatten wir ihn zu weit rausgetrieben aus dem Tower und haben wir da einen schönen Kill bekommen. Das hat mir gut gefallen. Ups, jetzt wollte ich mich eigentlich zurückporten und dann haben wir ihn doch nicht. Denn ich sehe hier noch so viel Gold. Ja, ist alles meins. Gib mir das Gold. Hier unten ist auch schon eine schöne Straßensperre. Haben wir uns alles extra hier mühselig aufgebaut. Ach, Set, der macht das schon. Ich muss auf jeden Fall dringend jetzt zurück. Ganz dringend. Ich muss noch dringend auf Toilette. Auf den Pott muss ich dringend. So, dann kaufen wir uns mal unsere unerlässlichen Gegenstände. Haben sie ja schön hier ausgedrückt. Unerlässlich, Leute. So, das kommt wieder verkauft. Das braucht man nie. Ach, erstatte Meldung. Ja, was geht ab? Doppeltötung wieder von Soraka. Doppeltötung. Wollte ich mich verarschen? OP-Supporter da was hier an der Lane. Doppeltötung. Okay. Alles klar. 83er Farm, 90er Farm noch von Z, also er hält ganz gut gegen. Endlich mal jemand, der auch mal wieder auf der Top ganz gut farmt. So, jetzt hat er meinen ganzen Tower da zerstört. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr so gut farmen wie davor. Aber muss ja irgendwie klar gehen trotzdem. Ich kämpfe nicht mal langsam mit meinen. Oh, 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 okay. Interessant, erzähl mir bitte mehr. Okay. Rückweg antreten. Erstatte Meldung. Und da ist er schon wieder auf der Top. Oh oh. Ich werde die Gegend ausspähen. Ich glaube, ich bin noch nicht mehr lange allein hier oben. Vom Gold her reicht es auch, ja. Bewaffnet und bereit. Na, machen wir es nochmal zusammen, Red Buff. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und da war sein Freund auch, ja. Da war sein Freund. Oh ja. Besuch. Links, 2, 3, 4. Der Besuch, der steht vor der Tür. Hier nochmal einen Schuss in den Arsch, genau, bam. Oh, oh, oh nein, 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 nein. Blenden, blenden, blenden. Blenden den Affen. Blende den Affen. Verstrahl ihn. Guck mal, wie der strahlt, wie der lächelt. Oh, Mana, geil, von Soraka. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Heal, please, sagt der Z. Hier mich, Soraka, Schlampe, Bitch. Hä? Wo waren? Hab ich gerade eben noch einen Pilz hingestellt? Verstehe ich gerade nicht. Und der Shogi, der ist ja hier voller Support, aber auch kein bisschen gefressen. Da musste ich nochmal hochknabbern. Auch wenn das Support ist, doch scheißegal. Er kann auch alles. Er kann auch Minions, er kann im Jungle fressen gehen. Hat er gar keinen Hunger, der Freund, oder was? Verstehe ich nicht. Oh ja, nicer Damage hier. Papi ist stolz auf dich. Oh, das hätte ich nicht gemacht. Jawohl, Ignite war noch von mir drauf. Also der wäre so oder so auf jeden Fall down gegangen. Und das sieht doch eigentlich wieder nach einer sehr soliden Runde aus. Oh, jetzt der Slow, jetzt der Slow, das der Slow, der Slow, der Slow. Und der Slow, der Slow. Jawohl, jawohl. Oh, Graves Ulti, Graves Ulti. Oh, Ignite, Ignite. Oh. Healport viel zu spät geused. Und erstmal zurück. Fürs Game.
5, 6, 2, ja, Timo verhaut. Verhauen. Also nicht so rumflamen. So, jetzt haben wir unser geilstes Item schon mal. Jetzt können wir nochmal gucken, was haben wir denn so? Wir haben 1, 2, 2 AP. Also wir haben gar nicht so viel AP. Okay, nicht so viel AP zu sehen. ja, trotzdem würde ich irgendwann ganz gern Ende der Weisheit kaufen, denn das ist einfach ein geiles Item. Aber wir können es eigentlich auch an sich mal gleich überspringen und dann kaufen wir uns das erst später. Und dann fangen wir jetzt an mit der Klinge des gestürzten Königs. Wir müssen auch mal ein bisschen die neuen Items testen, ne? Und ja, das ist unser neuer Matris Blutschnitzer. Also kaufen wir uns den mal gleich. Skaliert ein bisschen anders jetzt. Und zwar müssen wir natürlich mal reingucken, was kaufen wir überhaupt. Den habt ihr noch gar nicht gesehen. Einmal 40 AD, 10 Lifesteal. Angriffe verursachen normalen Schaden in Höhe von 4% des aktuellen Lebens. Des aktuellen Lebens, nicht des Gesamtlebens. Also nicht mehr so ähnlich wie beim Matris. Und heilen den Träger für den Wert. Okay, das ist ganz geil. Das heißt, wir kriegen noch also dazu, dass wir halt auch diese 4%, die wir ihm zufügen, uns einfach mal heilen. Das finde ich ziemlich geil. Dazu kommt noch, das ist die Passive. Aktiv kann ich sie auch nochmal aktivieren. Entzieht dem gewählten Champion Leben, verursacht dabei 150 normalen plus 50 des Angriffsschadens des Trägers und heilt diesen für den gleichen Betrag, aus dem werden dem Ziel 2 Sekunden lang 30% seines Lauftempos gestohlen. Also Lauftempo gestohlen finde ich schon mal richtig geil und dass wir ihm noch ein bisschen Schaden zu setzen und uns da wieder nochmal healen, finde ich auch richtig gut. Also scheint wohl mich auch noch das Item nochmal ganz geil zu healen. Und ja, zusätzlich kommt da dazu ja nochmal der 10% Lifesteal. Also ja, doch. So, oh mein Gott, was ist jetzt hier, oh mein Gott? Weil ich hier gerade den Text vorgelesen habe und gerade neben mir drei Leute gestorben sind oder was? Ich weiß es nicht genau. Ich muss auf jeden Fall mal hier den einen oder anderen Pilz verteilen. Und Timos Pilze gehen ja richtig auf die Eier. Oh, ich bin weg. Nein, scheiße, hässiger Trap, ey. Und da geht's auch mit mir zu Ende. Nein, nicht da rein. V, Hände weg von Eiern und V drücken. Nein, nach oben weg. Ja, genau. Sehr gut, ihr seid brav. Ah, schön die Ulti da. Und jetzt kommt Zinn gleich wieder. Das tut weh tun. Oh, schön rausgeflasht und sie Soraka. Sieht wohl so aus, wenn die doch jetzt noch hinkommt. Na, und der Sinn, lass mich raten, der geht auch noch drauf. Ich wette drauf. Und Wette gewonnen. Dankeschön. Oh! Ezreal, noch mehr der Ulti der Shogat. Den Shogi. Gottgleich. Ja, das ist mal ein nicer Carry, würde ich sagen, diese Runde. Noch keinen einzigen neuen Items gekauft. Nö, alles so wie beim alten. Okay. Ach ja. So. Lifesteal fertig gekauft. Perfekt. Und nein, ein Surrender. Wie bitte? Wir waren doch noch gar nicht fertig mit unseren Items. Es hat doch erst angefangen, Spaß zu machen. Na gut, Leute, das war's auch mal wieder mit einer weiteren Runde von League of Legends auf der Top-Lane. Timo AD. Ja, mein Name war Ibushi LP und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt League of Legends. Und tralala, tschüss, bye bye und tschüss.